Warum geht es bei deinem Herzensmenschen, mit deinem Herzensmenschen, deinem Schatz, mit deinem Wunschpartner? Warum geht es da nicht weiter? Warum ist da so eine Stagnation? Oder du merkst irgendwie, vielleicht stagniert auch nichts, aber irgendwas ist hier da. Boah, das ist so schwer alles. Warum geht es da nicht weiter? Und da schauen wir jetzt mal nach. Wir greifen die präsenteste Energie, die Energie vom Jetzt fürs Kollektiv. Und wir sind im Kollektiv. Die Personenkarten sind geschlechterneutral. Das ist dein Herzensmensch. Männlich wie auch weiblich. Ihr wandelt es bitte für euch immer wieder um und ihr macht es auch so wundervoll. Also ich finde das so grandios, wie ihr das auch immer macht, eure ganze Einstellung und dass ihr auch das Bild nicht komplett seht, sondern immer das für euch, wo ihr sagt, das ist stimmig, das passt in mein Puzzle. Na? Und Kollektivleben können nicht für jeden zutreffen. Und ein ganz herzliches liebes Hallo erstmal an euch, eine ganz liebe Umarmung an euch und ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure herzlichen, lieben Kommentare. Ihr seid absolut wundervoll. Und ich freue mich immer über jeden einzelnen Kommentar, den ich lesen darf. Ich freue mich unendlich für eure Treue hier auf dem Kanal. Und was ihr mir gebt, ihr seid wirklich wundervoll. Eine ganz liebe Umarmung an euch. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier jedem Einzelnen von euch ganz viel positive Energie mitgeben. Und dann möchte ich auch noch alle neuen Kanalmitglieder herzlich begrüßen. Danke für jeden Einzelnen, der sich hier für eine Kanalmitgliedschaft entschieden hat. Und Kanalmitgliedschaft, ihr wisst ja, gibt es ja am Wochenende immer eine Verlosung oder mehrere Verlosungen von jeweils einem 30-minütigen Telefonreading und die Legung für die kommende Woche aus dem großen Deck plus einer Liebeslegung. Da schließen wir immer an, was wir im großen Deck sehen. Na, und da gehen wir immer dann da explizit auf die Liebe ein, dass wir da fortlaufend sehen, wie es da weitergeht, dass wir da noch intensiver reinkommen. So, jetzt schauen wir aber erstmal bei deinem Herzensmensch, bei deinem Schatz, bei deinem Wunschpartner, was denn da los ist und warum es da nicht weitergeht. Weil es ist ja so, man erfährt dann vielleicht nichts oder hört von außen vielleicht irgendwas und sagt sich, ja, stimmt es nicht, ne? So, wir gucken, was da los ist. So, wir haben sechs der Kelche. Okay, die Unterseite des Decks. Also da schaut es schon wirklich aus, dein Gegenüber hat mit seiner Vergangenheit, also Themen aus seiner Vergangenheit. Ne? Und ja, da ist ziemlich viel Lebendigkeit da, also was Prägendes auch für ihn oder für sie. Und da ist aber so, da ist so ein bisschen, ja, er ist verkopft. Ein Herzensmensch habe ich hier verkopft liegen und da ist immer wieder so eine Täuschung. Täuscht er sich selbst? Was ist da genau? Wir bekommen da noch Klarheit auf jeden Fall rein. Es geht hier auch um Schuld, wie Schuldgefühle. Ne? Wir kommen aber in die Klarheit auf jeden Fall. Aber was ich hier auch sehe, was auch gezeigt wird, ist schon das Thema, dass dein Gegenüber schon auch so diese Sehnsucht hat. Also wie gesagt, wir haben hier die Vergangenheit, ne? Aber irgendwas beschäftigt ihn ja auch mit einer Liebe. Ne? Und ja, da ist so dieses irgendwas, diese Sehnsucht, irgendwas blockiert, aber er möchte den Frühling, den neuen Frühling wieder erleben oder erleben in der Liebe. Das ist ein großes Thema. Und egal, wie lang es zurückliegt, dass ihr Kontakt hattet, dass ihr in einer Beziehung wart, oder ja, nur eine Freundschaft oder wie auch immer, ne? Da hat es auf jeden Fall damit zu tun, es geht hier um Liebe und er möchte hier irgendwas wieder begegnen, der Liebe wieder begegnen oder die Liebe, ja, den neuen Frühling erleben in der Liebe. Da ist irgendwas, was ihn da in diesem Bereich Liebe sehr stark beschäftigt, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Und da schauen wir mal. Ja, also, okay. Wir haben die Königin der Stäbe und wir haben den Tod. So, jetzt schauen wir mal bei der Königin der Stäbe.
Also es ist schon so, da ist, was hier so ein bisschen im Umbruch auch noch mit ist, ne? Also zum einen haben wir auf jeden Fall erstmal diese Abgrenzung, ne? Hier geht es aber, wenn er hier sich zurückgezogen hat, die Isolation, ne? Sich komplett isoliert hat und dieses hat mit der Unsicherheit zu tun. Hier sind andere Menschen noch beteiligt, ne? Was vielleicht, dass er auch sieht, was eine Konkurrenz ist. Aber da heißt es auch dieses ja, Mitfühlende, ja, diese Hingabe, das ist das, was irgendwie auch noch blockiert ist und das ist das, wohin möchte, was mit der Liebe zu tun hat, was wir ja auch wieder gesehen haben. Also da dieses Unsichere hat hier mit dem Optimismus, also diesen Optimismus zu greifen, diese Willensstärke, diesen Mut voranzuschreiten, hat ja auch wirklich damit zu tun mit der Unsicherheit, ne? Die Unsicherheit, und wie wir es jetzt hier auch schon gesehen haben, ist es schon dieses, ja, dieses Verkopfte auch, ne? Dieses Verkopfte und irgendwas hat es hier mit der Täuschung zu tun. Schauen wir aber mal, dass wir noch weiter bekommen. So, jetzt haben wir große Arkana und bei der, seht ihr das? Ja, genau, große Arkana. Also der Tod sagt mir hier auch, was Altes wird beendet. Ne? Wir haben hier so einen Übergang. Also hier heißt es, vielleicht hat er sich auch mit von dir erstmal verabschiedet. Ne? Erstmal. Denn ich habe hier einen Wandel liegen. Hier geht es darum, dass eine Phase abgeschlossen wird. Der Abschluss einer Phase. Es geht in den Übergang. Was Altes wird beendet, was Neues beginnt. Aber die Ängste blockieren hier noch. Hier sind auch Verlustängste. Starre. Das ist auch ein großes Thema. Da geht es um die Annahme, was annehmen. Und da ist dieses Annehmen, diese Veränderung, da möchte ich jetzt hier wieder drauf zurückgehen und auch hier, na, diese Veränderung. Und da blockt es noch ein bisschen. Aber was es genau ist, das schauen wir. Auf jeden Fall geht es darum, er möchte hier aus seiner Situation auf jeden Fall raus, den Übergang, den Wandel, na, Abschluss dieser Phase, der jetzt aktuell ist, und da was verändern. Es geht hier sehr stark, also wir haben hier Herzensthemen auch liegen. So, dann schauen wir mal. Was wird denn hier noch intensiv, dass wir da reinkommen? Also, wir haben ja, wie gesagt, Vergangenheit wird ja auch nochmal gezeigt, ganz großes Thema. Und hier geht es wirklich auch um, ich sag, was wir immer, ja, es spiegelt sich alles hier wieder. Wir kommen hier noch mehr in die Tiefe rein. Es hat mit der Vergangenheit zu tun, definitiv. Und es hat damit zu tun, ja, dieses Enttäuschung. Täuschung, er täuscht sich, er lässt sich aber auch sehr stark täuschen. Definitiv Vergangenheit, also ja, da haben wir immer wieder die Enttäuschung liegen. So, und auf der Herzebene kann ich dir jetzt hier ganz deutlich sagen, was jetzt hier gezeigt wurde. Liebe, vielleicht der alten Liebe, den wieder begegnen, den neuen Frühling erleben in der Liebe. Das betrifft dich. Ganz deutlich. Also hier haben wir ganz sicher diese Themen liegen. Es sind aber auch Ängste. Ängste, die ganz deutlich gezeigt werden. Wir haben hier Unsicherheit. Ja. Und da hat es mit der Liebe wirklich ganz deutlich zu tun. Aber Unsicherheit, wie und was? Es sind die Ängste. Da blockiert was. Ja, und wenn wir jetzt die Unsicherheit nehmen, die Unsicherheit ist wirklich definitiv der Einfluss von außen, der mir hier eindeutig als irgendwas gezeigt wird. Ganz, ganz viele Gedanken. Hier dieses Misstrauische, Schwierigkeiten, Eifersucht, Konkurrenz wird hier auch gezeigt. Konkurrenz im Draußen mit anderen, dieses sich zeigen wollen, dieses Nein, alles andere ist besser. Wir haben ihn komplett blockiert liegen. Er ist hier komplett blockiert, komplett im Rückzug. Und da ist es so, dass jetzt eine Phase, in die er drin ist, in die es aber auch sein sollte, muss, dass er reinkommt, um sich von dem Ganzen hier zu lösen. Aktuell sehe ich deinen Herzensmenschen so, da kommt ein Shit-Moment nach dem anderen. Da klappt nichts mehr.
Ich habe hier komplett die Unruhe, diese Missgeschicke auf der Arbeit, ne? Auch im finanziellen Bereich habe ich. Das läuft nicht wirklich, ne? Ich habe sehr viele Hindernisse, gerade auch was die Finanzen betrifft. Also da geht es gerade immer wieder da so weiter bergab, ne? Immer mehr Geld geht weg. Da kommt dieser Flow nicht mehr. Nichts, was in der Vergangenheit, was vielleicht immer wieder geklappt hat mit seiner gewohnten Taktik, ne? Das Gewohnte, was er oder sie gemacht hat, funktioniert nicht mehr. Da gab es vielleicht die ein oder andere Ausrede, so ein Ausredenkünstler auch, ne? Sich da immer was schön geredet, eingeredet, teilweise kindliches Verhalten, so dieses bockige Kure habe ich hier auch, ne? Nein, das hat immer geklappt und das funktioniert jetzt auch wieder und das mache ich jetzt so, ne? Hatte auch in der Vergangenheit immer wieder Glück, es hat funktioniert, ne? Aber trotz alledem ist er immer wieder damit konfrontiert worden, dass es immer wieder gestoppt hat. Und da auch mit dir. Du hast ihm Wärme, du hast ihm eine Veränderung gegeben, die er wunderschön gefunden hat, weil hier sehe ich die tiefe Liebe auch von dir. Ich habe die tiefe Liebe komplett von dir hier liegen und das ist auch das, was ihn ein bisschen auch Angst bereitet hat. Na, jetzt schauen wir mal, was bei dir noch genau hier liegt. Ja, dich habe ich hier sehr stark am Zweifeln. Diese Zweifel, dieses, habe ich irgendwas falsch gemacht, aber ich habe ihm noch alles an Liebe gegeben, ihm oder ihr. Und dabei immer irgendwas wurde gesagt, was stimmt denn da nicht? Du wolltest ankommen, du hast deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume, deine Hoffnungen. Und hast gesagt, ja, ich bin hier angekommen. Mit diesem Menschen weiß ich, er ist es. Weil bei dir sehe ich, du hast hier definitiv mit ihm oder mit ihr was erlebt an Aktivitäten, an Kennenlernen schon alleine. Das war anders gewesen für dich. Es war anders. Es gab Schwierigkeiten, aber da hast du gesagt, ja, Moment, die Schwierigkeiten, alles überhaupt kein Problem. Denn hier sehe ich zwischen uns beiden das Glück, die Liebe, alles war irgendwie anders. Du hast das Kennenlernen vielleicht, ne? Wo du dich auch mal gewundert hast, ja, Moment, bin ich überhaupt an dem oder an ihr interessiert, weil irgendwie ist es anders. Ich bin so entspannt. Irgendwie auch so vertraut. Also irgendwann war so ein bisschen ein kleines Hin und Her bei dir gewesen, dieses in der Kennenlernzeit zwischen euch beiden, wo du nicht wusstest, so was Vertrautes, so was Intensives und auch von den Aktivitäten, da passt das, da passt das, dieses, ja, die Harmonie, das Gleichgewicht, diese Ausgeglichenheit, die gezeigt wird. Und das war alles irgendwie anders als mit anderen Männern, Frauen, je nachdem, was du schon mal damals erlebt hattest. Oder etwas verwundert warst und dann hast du gespürt, ja, ich weiß, bei ihm oder bei ihr, ich bin angekommen. Ja, es ist der Richtige. Da gibt es gar keine Frage mehr, keine Diskussion, null, gar nichts, ne? Und das hast du gespürt. So, und du bist ein sehr herzlicher Mensch, sehr liebevoll, sehr warm und hast auch deine eigenen Bedürfnisse teilweise zurückgestellt, weil du diese Hingabe, du möchtest für ihn da sein, alles geben, unterstützen. Und dein Herzensmensch hat es angenommen, aber nicht komplett. Er konnte nicht, weil er diese Blockade hat, was seine Vergangenheit betrifft. Und hier haben wir jemanden, der in dieser Legung sehr stark mit Verlustängsten zu tun hat. Es sind seine Verlustängste, die wirklich weit zurückgehen. Also nach dieser Legung, wie gesagt, wir sind im Kollektiv, aber nach dieser Legung habe ich so weit, dass es in die Vergangenheit wirklich bis in die Kindheit geht. Da muss was gewesen sein, ne? Ganz, ganz sicher. Und das hat sich die ganze Zeit immer wieder mit durchgezogen. Jetzt, aktuell, sehe ich dein Herzensmensch, wie gesagt, dieselbe Taktik, dasselbe Schema, wie es immer wieder gewesen ist in den ganzen Jahren, ne? Weil ich immer wieder die Wiederholung hier drin liegen habe. Aber es klappt nicht mehr. Es klappt nicht mehr. Ihn habe ich so dieses kindische Denken teilweise auch. Da schlafen wir jetzt 10-mal drüber, ne? Und dann passt es schon wieder. Wegschieben. Alles wegschieben, wegschieben, wegschieben. Regelt sich schon wieder, ne? Hier regelt sich aber gar nichts mehr. Das ist das. Er versucht hier nach den alten Mustern, nach seinem alten Schema immer wieder alles zu wiederholen und zu verändern. Aber das klappt nicht. Vielleicht mal ein ganz kleines Bröckelchen, ne? Ein ganz kleines Stückchen, aber das ist so minimal. Dass da auch nichts funktioniert. Weil hier stoppt alles immer wieder. Und hier habe ich ihn. Nichts klappt mehr, nichts funktioniert. Allem, was er tut, gerät er immer mehr in die Unsicherheit rein, weil immer wieder enttäuscht wird. Immer wieder die Enttäuschung. Also wie gesagt, hier, ich habe die
berufliche Situation, ich habe die finanzielle Situation, ich habe das Zwischenmenschliche mit anderen im Draußen. Ne? Es ist auch so, dass er zum Beispiel früher vielleicht das hat er gerne gemacht und das hat er gerne gemacht im Draußen. Ne? Ist aber auch nicht mehr, ich habe ihn sehr zurückgezogen hier liegen. Ich habe ihn verschlossen liegen, also gar nicht mehr so aktiv. Aktiv Sachen, die er tun muss, weil von ihm gegriffen wird. Ne? Ich habe ihn total ausgelaugt hier liegen. Ich habe ihn kränkelnd liegen. Vielleicht, wenn es ja auch um Erkältungen geht, die jetzt vielleicht schon mehrere Wochen oder Monate auch immer wieder hinzieht, weil ich es nie richtig auskuriert liegen habe. Ich habe ihn sehr kraftlos hier liegen. Und ja, wie gesagt, so dieses, diesen Faktor in draußen, ne, den habe ich hier gar nicht mehr. Also ihn habe ich hier mehr lieber bei sich zu Hause liegen. Und den habe ich zu Hause liegen, ja. Jetzt mag ich es, was ich gesagt habe, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und lieber immer wieder zu Hause, dieses Zurückgezogene, ne? Einfach Ruhe, ne? Ja, und wenn es hier bei dem einen oder anderen auch um eine andere Person geht, die ihr vielleicht in der Zwischenzeit kennengelernt hattet, zwischen euch beiden, ne? In diesem Stand jetzt gerade, was hier auch als Geheimnis gewahrt wird, ne? Dann ist es so, da sage ich, herzlichen Glückwunsch, Herr Fackme, ne? Weil das ist das, was ihn komplett immer wieder so richtig, das ist wie so ein Donnerschlag, den er immer wieder bekommt. Weil es klappt nicht mehr. Also wie gesagt, nichts funktioniert. Und auch mit dieser Person, die dazwischen reingrätscht, kann eine Beziehung sein, muss aber nicht. Ich habe definitiv Personen von außen hier liegen. Wie gesagt, ihr wisst ja, wir sind im Kollektiv, da muss ich immer weitergreifen. Ne? Und da ist es so, da wird er immer mehr verunsichert. Hier habe ich Personen, wie gesagt, entweder geht es hier um eine andere Frau oder um Personen in seinem Umfeld, kann auch familiär sein. Ne? So, er tut und macht und er wird immer wieder gegriffen. Der gibt alles, alles, alles. Ne? Aber es ist wie in so einem Käfig auch drin, wie in so einem Hamsterrad, da tut sich nichts. Ne? Weil die Personen, die greifen und sagen, alles klar, super, mach mal ruhig, ne? Passt. Prima, klasse. Weil im Endeffekt machen die Personen doch das, was sie selber wollen. Aber es gibt hier keine Veränderung. Und das ist das, was ihn immer wieder enttäuscht. Was er, immer wieder diese, was ihn verunsichert. Habe ich alles richtig gemacht? Hat das alles gepasst? Und da rutscht er mir immer mehr hier rein in diesen Bereich. Seinen Herzensmenschen habe ich aber hier liegen, dass er gerade noch festhängt, nicht zu reflektieren. Er sucht die Schuld, die Fehler an draußen. Na? Dann ist es vielleicht, wenn auf der Arbeit irgendwas nicht funktioniert, ne? Okay, dann ist der Arbeitskollege dran schuld, dann ist die Technik dran schuld, dann sind da die Kunden oder wie auch immer. Alles andere ist dran schuld. So. Und dann gehen wir nach Hause und dann funktioniert es hier auch nicht, das Zwischenmenschliche mit anderen, dann ein Malheur nach dem anderen passiert, dann werden die Kontoauszüge geholt. Und oder der Briefkasten geöffnet, eine Rechnung nach der anderen und das klappt nicht und da trudelt eine Rechnung ein und dort trudelt eine Rechnung rein. So, und dann, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, ne? Aber andere sind schuld, ne? So, also egal, ob es im Angestelltenverhältnis ist oder selbstständig ist, da wird anderem die Schuld gegeben, ne? Also immer im Draußen wird hier die Schuld gesucht. Und da schiebt das alles immer auch komplett weg. Er macht sich aber selbst ganz, ganz, ganz massiv Druck. Und da sage ich, das ist so von allen Seiten, wie so ein Schwarm von Vögeln, boom, stürmt hier alles so auf ihn ein und es sind mehrere Donnerschläge, die hier kommen. Da kann er nicht weglaufen. Der wird immer mehr nach unten gedrückt, mit den Situationen hier konfrontiert, weil da geht nichts mehr, was er machen kann, was immer geholfen hat. Er kann nicht mehr weglaufen, bis er dahin kommt zu reflektieren. Zu reflektieren und die Veränderung anzunehmen, sich mal selber zu sehen, weil ich habe ihn, wie gesagt, ganz, ganz, ganz extrem unsicher liegen, unruhig, nervös. Also hier sage ich dir auch ganz ehrlich, ne, wenn es da Nächte gibt, wo er gut durchschlafen kann, ruhig schlafen kann, ohne aufzustehen, ohne nervös zu sein, dass er überhaupt richtig gut entspannt schlafen kann, die haben hier etwas Seltenheitswert nach dieser Legung. Ich komplett dieses ne, hier liegen habt bei ihm. So, und bei dir hat er immer wieder, da kommen auch immer wieder diese Momente, ne, die hochkommen. Vielleicht habt ihr Kontakt. Und wenn ihr Kontakt habt, dann ist es so, man hat den Kontakt, es ist da, aber er ist noch nicht an dem Punkt, wo er das wirklich greifen kann, wer du wirklich bist. Da kommen immer so kleine Sequenzen für ihn, ne, was wunderschön ist. Aber ich habe ihn auch komplett hier vom Herz geschlossen.
heißt nicht, dass es so bleibt. Denn du bist ein ganz, ganz, ganz fester Bestandteil. Ganz fest. Und gerade ist es so, so ein kleines bisschen wird schon gezeigt, dieses, du bist da, es ist okay. Na, es passt. Aber es ist nicht nur, dass er dich jetzt hier für egal sieht oder selbstverständlich sieht. Bei dem einen oder anderen kann es schon auch so sein. Ne? Aber da münzt es nicht alles bitte hier komplett auf dich. Denn so wie er mit dir ist, was er da, dieses, es ist normal, es passt, dieses, eine Oberfläche, alles eine Oberfläche lassen. Genauso ist es hier komplett in seinem ganzen Leben. Ne? Weil da sind so viele Baustellen, die eröffnet wurden, die er eröffnet hat. Und rennt von einer Baustelle zur nächsten. Ne? Und dann so im Dauerlauf. Ne? Dann machen wir hier die Baustelle auf der linken Seite. Dann, oh Gott, ich muss jetzt ganz schnell hier auf die andere Baustelle. Die andere ist ziemlich weit weg. Dann muss er hier noch Fahrzeit einberechnen. Ist hier im Dauerlauf unterwegs. Und, aber nichts klappt. Immer nur so kurze Etappen. Macht er was und dann putz, wieder weg. Ne? Aber er kann nicht mehr weglaufen. Das wird ihm alles viel zu viel. Also hier kracht es gewaltig. Wie gesagt, wir haben hier ganz massiv mehrere Donnerschläge. Und ein Donnerschlag, der haut hier richtig rein. Und da ist es so, dass, wie gesagt, er braucht es definitiv. Und da habe ich auch hier, ich habe jetzt nicht, dass ich sage, das wird ewig, Jahre, wie auch immer dauern, ne? Aber hier sind Kollektiv und die Zeit, ihr wisst ja, ne? Dass er hier in die Veränderung reinkommt. Denn die Liebe ist mir hier viel zu stark von seiner Seite aus zu dir und auch das, was du ihm sendest, energetisch. Dass man jetzt hier sagt, okay, das dauert jetzt ewig. Nein, ich hab diese Veränderung schon auf einem kürzeren Weg. Ich möchte aber nicht immer eine Zeit sagen. Ne? Man hängt sich dann die Zeit immer so fest und dann rückt der Tag X immer näher und man baut nämlich in dieser Zeit immer mehr Druck auf. Und was haben wir dann? Es dauert alles noch länger. Ne? Also, wie gesagt, auch wenn es jetzt hier verschlossen ist, wo du jetzt sagst, der Moment, da ist ja gar nichts. Ne? Vielleicht kein Kontakt, voll im Rückzug und voll auf Tauchstation gegangen. Da sage ich, ich habe die Herzöffnung hier liegen. Ich habe die Herzöffnung, ich habe die Verbindung, die Veränderung wieder liegen. Er wird die Angst lösen. Denn ich habe jetzt schon, dass so kleine Momente auch kommen bei ihm, diese Herzenswärme, diese kurzen Momente, ne, wo das Herz berührt wird und vielleicht, dass er mal irgendwas von dir sieht oder dass du irgendwie eine Erinnerung immer wieder, ne, so was ganz, ganz, ganz Kurzes auch jetzt nicht den ganzen Tag über, den halben Tag, das ist immer so kurze Erinnerungen, kurze Momente, die ich hier liegen habe, die ihn an dich erinnern oder an irgendwelche Situationen zwischen euch beiden, ne? Oder wo du dann gelacht hast, zum Beispiel dein Lacher, weil du dich versprochen hast oder weil dir was runtergefallen ist, ne? Und genau das sieht er jetzt gerade. Vielleicht ist es kaputt gegangen, meine Tasse oder so. Und du hast dich hier total bemüht, sie wieder zu kleben, ne? Weil es dir so, so, so unangenehm war, ne? Und das sieht er wieder und muss dann auch schmunzeln, weil das dir runtergefallen ist, zum Beispiel. Und du alles probiert hast, um diese Tasse jetzt wieder zu reparieren, nur als Beispiel jetzt mal so gesehen, ne? Und das sind immer diese ganz kurzen Etappen, die dann immer wieder auch kommen, wo sein Herz berührt wird durch dich. Wie gesagt, ihn habe ich jetzt gerade in dieser Position hier drin hängen, dieses alles in draußen, ne? Dieses nicht wirklich reflektieren, aber er kann auch nicht mehr weglaufen. Überall, alles andere ist schuld. Das Internet ist schuld und der Arbeitskollege ist schuld. Und ja, dann passt es eben nicht so und dann soll es eben nicht so sein, ne? Und aber auch dieses Wegschieben, wie gesagt, es funktioniert nicht mehr. Also das ist wie, sage jetzt mal, so eine Lawine, die kommt, ne, und die rückt immer näher. Die geht dann vielleicht langsam, dass sie jetzt an Fahrt abgenommen hat, aber immer langsam und die kommt immer weiter auf ihn zu. Er kann nicht weglaufen und er kann sie auch nicht mehr wegschieben, weil ihm hier die Kraft fehlt. Und bei ihm habe ich aber schon die Veränderung hier wieder liegen. Wie gesagt, es braucht es hier, um das Ganze abzulösen. Weil er wird noch mehrere Enttäuschungen erfahren. Also hier habe ich richtig dieses Bäm. Und dann habe ich aber auch dieses Reflektieren, was überhaupt gewesen ist. Er will den ganzen Mist hier aus der Vergangenheit auch nicht mehr haben. Und diese Wiederholungen nicht mehr. Sondern will hier diesen Aufbruch, diese Veränderung mit dir. Oder die Liebe zu dir. Das ist das, was ihm immer wieder so ein bisschen so einen Aufschwung dann auch gibt. Na? Wie gesagt, von der Zeit her,
Schwer zu sagen, also wie gesagt, im Kollektiv. Ihr merkt, ich klemme hier selber gerade ein bisschen, um die Zeit zu sagen, weil es gerade im Kollektiv ist. Also hier von der Zeittendenz, was ich hier jetzt liegen habe, habe ich 2 bis 4. Das können Wochen, das können bis zu Monate sein, ne? Aber es liegt mir eigentlich zu nah, dass ich sage, es sind hier wirklich 4 Monate. Aber wie gesagt, ne? Ich gebe hier auf jeden Fall auch null Garantie, weil die Garantie hast nur du selbst. Du hast es in der Hand, ne? Ob es jetzt hier eine Garantieverlängerung gibt oder auch nicht, ne? So, meine Lieben, dann schauen wir mal, was wir denn hier an der Tendenz noch bekommen. Wow. Wow. Judgment. Judgment heißt ja auch, hier geht es um Entscheidungen. Und dein Herzensmensch weiß, dass es einseitig damals war. Auch der Kontakt. Vielleicht hat er zu viel auch von dir genommen, ne? Du hast von Herzen gegeben. Und er weiß auch, dass er dir Unrecht getan hat. Und dass es hier auch um Unehrlichkeit gegangen ist. Wir haben es hier nochmal. Hier ging es auch um Unehrlichkeit. Und da hat sich alles immer so, ja, es war einseitig einfach auch gewesen. Ne? Und da möchte und wird dein Herzensmensch der Wahrheit ins Auge blicken. Und dann sind wir hier auch bei dem Thema das Abwägen von Entscheidungen. Und der Wahrheit ins Auge blicken. Wer du bist, was du ihm alles gegeben hast. Und da ist es so, der möchte wieder diese Gleichberechtigung, der möchte dir gerecht gegenübertreten, gerecht werden. Und hier ging es auch, er hat sich der Verantwortung vielleicht auch immer wieder hier entzogen. Ne? Und da möchte er auch da, wo er gesagt hat, er kann nicht und immer wieder Rückzug, wenn es eng geworden ist, und weg und tschüss und war er, ne? Verschwunden. Und da ist es auch so, möchte jetzt in diese Verantwortung gehen, weil es für ihn dann keine Verantwortung mehr ist, sondern weil er einfach was will mit dir gemeinsam, dieses Gemeinsame. Er möchte ankommen. Und da ist es so wirklich, was wir ganz am Anfang hatten, ja, der alten Liebe wieder begegnen und oder den neuen Frühling in der Liebe erleben. Und das ist es auch. Und da wirklich, da dem Herzen dann auch folgen. So, was haben wir noch? Wir haben die 7 der Münzen. 7 der Münzen. Wirklich, wir haben hier Wachstum, wir haben langsames Wachstum. Das heißt hier nicht, dass es dann gleich von 0 auf 1000, bam, ne? Hier, so, los, let's go, ne? Weil dann habe ich hier die langsame Bewegung, wie gesagt, da wird er nochmal richtig reinreißen. Da wird sie nochmal richtig erwischen. Aber da heißt es auch für dich, du kannst dich da ganz entspannt zurücklegen, kannst eine Tüte Chips aufmachen oder Popcorn, was auch immer du möchtest, oder einen Salat essen und kannst dich zurücklegen und sagen, okay, du betrachtest die Show jetzt einfach mal und ja, guckst dir einfach zu. Ne? Weil hier ist Bewegung. Also hier, du brauchst hier nicht weiter aktiv zu werden. Das ist sein Thema, dass er jetzt da rein donnert wird. Und es hat einen Grund, warum ihr euch begegnet seid. Das war nicht ohne Grund. Er hat seine Aufgaben sehr stark zu bewältigen. Und du, nach dieser Legung scheint mir, dass du deine Aufgaben schon gesehen hast, die auch nicht so groß waren, so immens waren wie seine. Na? Jeder von euch beiden hat ja seine Aufgabe in der Zeit. Na? Und da ist, sagen wir hier, der Durchlauferhitzer von einer anderen Person vielleicht oder anderen Personen, können auch Freunde sein. Na? Das sind Durchlauferhitzer. Das ist ja Popoengel, ne? Arschengel, ja. Na? Die ja wirklich auch ihm gegeben wurden, um dass er endlich mal rauskommt aus dieser Misere. Weil du bist ihm nicht ohne Grund gegeben worden, dass er dich kennenlernen durfte. Na? Nach dieser Legung. Entschuldigt bitte. So, also wie gesagt, hier geht es wirklich eher das Annehmen auch. Er wird diese Veränderung auch annehmen. Und wird auch ja, dieses langsame Wachstum, diese Veränderung annehmen und aus seiner Verlustangst auch rauskommen. Er wird dann eher die Angst haben, ob du überhaupt noch willst. Ne? Weil so ein kleines Schrittchen Eifersucht wird hier schon gezeigt. Ne? Diese Erinnerung immer wieder an dich. Ne? Und dann dieses, was tut sie, was macht sie? Ne? Dann ist da vielleicht jemand anders? Weil irgendwas bist du auch so ein bisschen wie geheimnisvoll um ihn rum. Ne? Weil irgendwas passt auch nicht mehr so ganz, dass ich so einschätzen kann, was da immer mal gewesen ist oder dein Verhalten, ne, wenn ihr Kontakt habt oder auch wenn ihr nur mal sporadisch Kontakt habt, ist irgendwas an dir eine Veränderung, die ihr nicht mehr richtig so zuordnen kann. Ne?
Ich sage jetzt nicht, dass es in jeder Nachricht vielleicht wahrnimmt, ne? Aber so kurze Sachen kommen. Ne? Ich habe immer so diese kurzen Momente, immer wie so kleine Blitze habe ich hier immer bloß. Da wird aber dazu kommen, dass es sich dann intensiv auch mal damit beschäftigt. Wie gesagt, mit seinen Themen. Ganz, ganz, ganz gewaltig. Da reißt noch, wie gesagt. Und gerade ist es so einfach dieses, hey, nö, ich, nö, alle draußen, alle anderen haben Schuld. Ich aber auf gar keinen Fall. Na, so habe ich ihn nur gerade. Er sucht die Fehler der anderen oder durch andere Situationen. Na? So, jetzt sind wir wieder bei den sieben der Münzen. Jetzt müssen wir da jetzt mal weitermachen bei den sieben der Münzen. Wie gesagt, wir haben hier langsames Wachstum. Wir haben eine wirklich gute Entwicklung. Das Wachstum in der Veränderung, dass er diese Veränderung annimmt und das komplett hier alles ablöst. Weil, wie gesagt, weglaufen kann er nicht mehr. Ne? Also, da hat er keine Chance, egal was er macht, er kriegt da nicht mehr weg. Und dann ist auch, da ist wieder die Liebe. Die Liebe blüht langsam auf, wieder auf, vor allem die Liebe zu sich selbst, dass er sich auch selber mal wieder richtig spürt. Und dass die Liebe auch zwischen euch beiden wieder erblühen kann. Ich habe langsames, stabiles Wachstum. Und das Langsame ist sehr, sehr gut, weil es nämlich auch in die Stabilität wieder reingeht und nicht so schnell, schnell. Und das wird es auch gebraucht. Weil hier heißt einiges aufzuarbeiten. Auch für dich, weil egal, was du jetzt vielleicht von ihm hörst oder was du siehst, ne? Oder was er dir sagt, wo du früher vielleicht immer geglaubt hast und gesagt hast, nee, passt alles klar, ne? Ist jetzt so, stimmt es nicht? Weil ich dich sehr misstrauisch hier liegen habe. Na? Du weißt nicht mehr, ob du vertrauen kannst. Und hier heißt es auch, wenn ihr wieder Kontakt habt und es langsam wieder aufblüht, das Ganze zwischen euch, dass da wieder Stabilität reinkommt, ist das auch bei dir, wo du wirklich auch eine Zeit lang brauchst, wieder komplett vertrauen zu können. Und dieses Vertrauen zwischen euch beiden, weil es liegt komplett dazwischen, dass es aufgebaut wird. Eher, dass er vertrauen kann, dass du ihn nicht fallen lässt, da sind wir bei dem Thema Verlustangst, dass er das ablegt, dass er da ins Vertrauen kommt und du in das Vertrauen, meint das jetzt hier mal ernst, kommt da jetzt Stabilität rein oder wiederholt sich das Ganze wieder. Na, das sind nämlich auch deine Ängste. Ja? Also ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss, ihr Lieben!